Herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World mit Arezo. Ich bin Arezo. Wir sind weiterhin auf unserer ersten Expedition. Wir haben ein Gegengiftkraut gefunden und haben uns daraus Gegengift hergestellt. Sehr schön. Und noch ein paar alte Fußspuren. Ausdauer-Insektenlarve. Gut, wird mitgenommen. Ja, wir sollen hier ein Lager aufschlagen, aber irgendwie sind wir noch nicht dazu gekommen. Aber zumindest, glaube ich, sind wir jetzt an der richtigen Stelle. Das ist die Fangmeisterin. Sie ist meisterhaft darin, nun Dinge zu fangen. Vielleicht kann sie dir Tipps geben. Einmal verlesen und schon kommt man nicht mehr hinterher. So, noch ein bisschen Gegengriffkraut. Was haben wir hier? Wassermoos wird mitgenommen. Hier drüben. Noch ein paar Fußspuren. Ah, hallo. Und ich rede gleich mit dir. So, und Kraut. Kraut sorgt, glaube ich, direkt für die Heiltränke, ne? Ja, sehr gut. Damit haben wir wieder zwei Tränke. Yay. Gut, dann rede mit mir. Du redest generell nicht. Du sollst mit mir reden. Rede mit mir. War das eh? Nein. Okay, ich denke, der will nicht mit mir reden. Eine Schnallenbeere. Eine Nuss mit spiralförmigen Kerben, die zur Herstellung von panzerbrechender Munition verwendet wird. Okay. Rotkern wird mitgenommen. Also sind wir jetzt hier nun richtig oder nicht? Ach, Moment mal, ich soll hier hoch, ne? Ach Gott, ist das weit. Das erscheint mir sehr unpraktisch für einen Lagerplatz. Vielleicht kann man eine Treppe bauen. Oh, ein Raptor. Kuluyaku. Der ist niedlich. Oh Gott, darüber wird er nicht froh sein. Ah, er rennt einfach. Okay, alles gut. Irgendwie erwarte ich immer, dass mich Dinge angreifen. Ich weiß nicht, wieso. Nun, wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah, ja. Laut meiner Notizen wird diese Spezies Lukakayaku genannt. Ahem. Kuluyaku, da steht's ja. Die Karte und Spähkäfer. Deine Spähkäfer können dich zu Monstern, Grimmalkühen und sammelbaren Objekten führen. Drücke M, um die Gebietskarte zu öffnen. Wähle dann mit dem Cursor das gewünschte Ziel aus und drücke C, um es zu markieren. Vielleicht sollte ich das mit Kräutern machen, damit ich Tränke habe. Danach übernehmen deine Spähkäfer den Rest. Auf Expedition wird die Leitfunktion deiner Spähkäfer nicht einfach durch das Sammeln von Monsterspuren aktiviert. Benutze dazu Kartenmarkierung. Okay. Und, gab's da noch was? Nein. Ich sollte mal Linksklick drücken, dann weiß ich auch, dass es wirklich jetzt gerade fertig ist. Wir müssen den Kuluyaku jagen. Du kannst das sofort machen oder zur Basis gehen und die Quest später abschließen. Um von einer Expedition zur Basis zurückzukehren, öffne die Weltkarte in der Gebietskarte und wähle Astera aus. Ich finde es übrigens merkwürdig, wenn die Leute mir jetzt sagen, was ich klicken soll. Also Leute, die zum Spiel direkt gehören. Allerdings ist es noch schlimmer, wenn die sagen, dass sie es überhaupt nicht mitbekommen. Also das ist hier schon dann die bessere Möglichkeit. So, Kuluyaku, wo bist du? Ist das der Kuluyaku? Was ist das? Ah, ein Vogelwüfern, der seine geschickten Vorderlesmaßen dazu nutzt, Feinde mit allerhand Werkzeugen anzugreifen. C zum Wegpunkt festlegen. Spür das Monster auf. Okay. Also der scheint ja direkt wieder hierher kommen zu wollen, also ist alles gut. Habe ich keine große Arbeit. Stell dich dem Kampf! Hoppala. So nicht. Nicht wegrennen. Hey, warte auf mich. Gut, die Schwierigkeit bei dem wird wohl sein.
ihm zu folgen. Obwohl er jetzt auch wieder hier angegriffen hat. Okay. Aber das Problem kann natürlich dann sein, aua, dass der einen sowas wie die Jagras oder eben später Schlimmeres reinlocken kann. Wenn der die ganze Zeit wegläuft. Ah. Ah, hat der... Der hat mich mit einem Felsen geschlagen. Das ist nicht in Ordnung. Oh, okay, das ist noch weniger in Ordnung. Okay, mit dem Felsen kann er auch blocken. Okay. Verdammter Frosch. Oh Gott, man muss aber auch lange warten. Okay, in der Zeit können wir ja schon mal den Weststein auswählen. Während Arisiana dort hinten kämpft. Oh. Okay, da haben wir ein bisschen Urkulu-Yaku-Material bekommen. Sehr schön. So, Verzerrung. Ich muss hier durch. Ich krieg dich. Wuhu! Das ist cool, das mit dem Rutschen. Okay, da sind ein paar von den... hier sind sie doch. Ohne Ausdauer bist du atemlos und leicht verwundbar. Die Jäger behalten den Balken immer im Auge. Gut, ich bin aber nicht erfahren. Das hättest du mir vorher sagen können. Okay, er hat wieder einen Stein. Au. Oh. Verdammt. Aua. Verdammt. Also beim Ausweichen verbauen braucht man auf jeden Fall mal Ausdauer. Uiuiui. Oh Gott. Ah, zum Glück ist er gerade gesprungen. Da bin ich gerade nämlich nicht vernünftig ausgewichen. Uiuiui. Da habe ich ein bisschen Glück. Also der Kopf scheint eine Urballer, durchaus angreifbare Stelle zu sein, wenn er nicht gerade einen Stein in der Hand hält. Da hat er wieder sein Steinchen. Und wieder eine Rennphase. Ich muss auf jeden Fall auch noch lernen, mit der Schleuder umzugehen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass einige der Pflanzen, die wir hier aufsammeln, uns durchaus helfen könnten. Großjagers hat den Ort verlassen. Das ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Na klar, ich könnte ein bisschen Großjagers Zeug gebrauchen für Rüstung, aber so wichtig ist es jetzt auch nicht. Hallo, ich bin wieder da. Wow, der kann springen. Den Ort kenne ich. Hier habe ich gegen die kleinen Jagers gekämpft. Und da sind sie auch schon. Aua. Ah. Okay, der scheint gerade ein bisschen Schwierigkeiten gehabt zu haben. Und er stürmt. Er stürmt nicht an. Wow, wow, wow. Au. Schöner kleiner Kopftreffer. Ja, da habe ich den Stoß mal probiert. Sollte gut sein, um die Geschwindigkeit hier Entfernung zu überbrücken.
wenn er wieder wegrennt, dann müssen wir auf jeden Fall wieder schleichen. Besser wäre eigentlich vorher, aber... Okay, renn weg. Ja, er rennt nicht weg, er kämpft noch, aber die dürften jetzt weniger Schaden machen, nehme ich dann. Obwohl, jetzt kommt mir das nicht wirklich so vor, als würden wir weniger Schaden machen. Uiuiui. Okay, er rennt weg. Wir schleifen. Knochenhaufen ist gut. Da können wir eventuell diese Essknochen bekommen. Das war nur ein alter Knochen. Aber wir suchen nochmal. Monsterknochen S. Sehr gut. Braucht man für Rüstung und Waffen. Und noch einer davon direkt. Und hier nehmen wir uns auch direkt noch Machalit und Eisen mit. So. Bisschen auf die Ausdauer achten. Hier haben wir noch Spinnennetze, die wir direkt mitnehmen, wenn wir durchlaufen. Sehr schön. So, wir sind bei der Hälfte der Ausdauer. Wir hören auf zu sprinten. Flussfasern nehmen wir noch mit. Streunus habe ich jetzt verfehlt. Oh, hallo! Okay, doch, wir haben ein bisschen weniger Schaden gemacht. Jetzt wird wieder mehr. Ah, verdammt nochmal. Dass der immer in Richtung Kamera angreift, das ist total nervig. Nicht in Richtung Kamera, in Blickrichtung. Und sich nicht mit der Kamera mitdreht. Meine ich. Ich frag mich, ob es mehr von der Haltbarkeit der Waffe abzieht, wenn man auf den Stein schlägt. Logisch wär's. So, da haben wir ein ganzes Stück Aufladung für benutzt. Er hinkt. Ich denke, damit sollte es leichter sein, ihm zu folgen. Warte, ich komme. Okay, wir sind schon wieder bei der Hälfte der Ausdauer. So, das nehmen wir noch mit. Ritze. So mal grüne Spuren entdeckt. Okay. Jetzt warte doch mal auf mich. Was ist das? Eine Blitzfliege. Ist jetzt geblendet? Hier, guck mal genau hin. Oh, der hat der ein Ei gehabt jetzt oder eine? Einfach wieder ein Tonbehältnis. Sah für mich aus wie ein Ei. Eventuell hat er gerade versucht, seine Jungen zu schützen. Wow! Was zum Teufel? Achso, da hinten sind Jaglas. Okay. Ich dachte, da hätte der Küken gehabt schon. Da haben wir einen Treffer gemacht, als er über uns rüber gesprungen ist. Was viel cooler gewesen wäre, hätte ich es geplant gehabt. Uppala. Aber da hatten wir wieder das Problem, dass ich mich nicht mit der Kamera drehe. Aua! Da war ich einfach noch zu dämlich zum Ausweichen. Au! Okay. Trankzeit. Definitiv Trankzeit. Mehrere solcher Treffer ein, wird betäubt und damit bewegungsunfähig. Gut, die Erklärung hätte ein bisschen früher kommen können. So, kanalisieren, kanalisieren, kanalisieren. Fertig kanalisiert. Haben wir hier eigentlich eine Stechkapsel. Na. Kannst du dich jetzt mal endlich umdrehen?
Das ist so nervig. Ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt, während ich verzweifelt nach einer Lösung gesucht habe. Okay, wir haben ihm wieder was zerbrochen, Schild. Also nicht für ihn, aber... Auch wenn ich direkt dran stehe und W gedrückt halte, drehen wir uns hier nicht in die richtige Richtung um. Nur wenn wir kurz Pause zwischen den Angriffen machen. So, Rotkern wollte ich gerade nicht. Aha, tatsächlich ein Ei von ihm. Beziehungsweise ihr. So, dann bitte einmal die Waffe schärfen. Findest du merkwürdig, dass... Oh, Moment mal. Nee, doch, gelb ist das maximale Aufmaß. Wow, da kommt er zurück. Kerlchen, du siehst echt nicht mehr gut aus. Du solltest langsam aufhören. Das mit dem Kanoyaku hast du gut gemacht. Wähle auf der Weltkarte Astera aus, damit wir nach Hause können. Okay, erstmal mal sammeln wir das hier noch ein. Kuluyaku Prachtfeder. Halten durch das Brechen seiner Vorderbeine wird vielseitig verwendet. Seiner Vorderbeine. Hast du seine Arme? So, was bekommen wir da noch Schönes? Der Schnabel. Halten durch das Brechen seines Kopfes. Hart für viele Waffen verwendet. Okay. Noch eine Prachtfeder. Und noch ein Schnabel. Wie viele Schnäbel hat der? Bei den Federn kann ich es absolut nachvollziehen, dass man da mehrere hat, aber noch ein zerbrochenes Ei. Okay. Da haben wir noch einen Rotkern. So. Und noch eine Stechkapsel. So. Gut, dich können wir nicht weiter plündern. Dann kehren wir nach Astera zurück. Das ist... Moment. Wo ist Astera? Ich glaube, ich kann noch... Kann ich noch weiter rauszoomen irgendwie? Moment. Shift für die Weltkarte. Okay. Ah. Und wir wollen... Wo wollen wir hin? Sagen wir zur Schmiede. Da kenne ich den Weg dann zu anderen Orten. Kehre zurück. Ja, machen wir. Wir sind dabei. So, den Schnabel kennen wir. Die Vorderbeine kennen wir. Die Kuluyaku-Schuppe. Meist als Belohnung gehalten, stabil für die Herstellung von Ausrüstung. Eine Prachtfeder, noch eine Schuppe und Monsterknochen S einmal. Warum nur Monsterknochen S? Sollten da nicht noch ein paar normale Knochen sein? Die habe ich doch auch eingesammelt. Kraut, eine Hauptzutat von Tränken, sehr gut. Dann werde ich damit auch demnächst was basteln. Und Bachaliterz, Schnallenbeere, ne, das mit spezialfarbigen Kerben. Ah ja, für die panzerbrechende Munition. Belohnung bekommen wir an sich nicht, allerdings bekommen wir die Punkte. Forschungsstufe Anjanas. Ja, okay, wir gehen nochmal kurz hoch. Anjanas, die Forschungsstufe wurde erhöht, anstatt der ökologischen Forschungsgruppe bricht und das gleiche für den Kuluyaku. Neuer Rekord, wir haben ein 901,24 mm großes Kuluyaku erledigt. Unser Palico ist auf Stufe 5 geblieben, Gadget-Erfahrung ist auf Stufe 2 geblieben, aber nur relativ knapp. Und eine neue Zwischensequenz haben wir für die Galerie. Nützliche Funktion, Autoherstellung. Die Auto... Ausgezeichnet. Danke, dass du den Lagerplatz gesichert hast. Bitte. Wir haben das Lager schon mal aufgebaut. Fühl dich wie zu Hause. Okay, mein Zuhause ist eine Lagerhalle. Das ist nicht so schwierig. Wiedersehen. Nun, da ich weiß, was in dir steckt, Fünfer, kann ich dich hoffentlich öfter dazu überreden, Aufträge von mir anzunehmen. Nur wenn die Bezahlung stimmt. Neues Lager verfügbar. Sehr schön.
Beutezug abgeschlossen. Ökologische Forschung. Neue Untersuchungsergebnisse verfügbar. Rede mit dem Kommandanten. Machen wir das? Ja, wir folgen ein klein bisschen der Hauptquest, glaube ich. Obwohl. Ich will mir auch die ganzen Nebenquests angucken. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange die Hauptquest ist dann. Oder ob die Nebenquests eventuell dann langweilig werden. So, hallo Kommandant. Ich will mit dir reden. Hallo? Da will ich mit mir reden. Sprich mit mir. Sprich mit mir. Hey. Ich hab was zu sagen. Denke ich. Also ich habe mich bisher noch kein Wort reden hören, aber ich denke, ich habe was zu sagen. Nee, der will nicht mit uns reden. Reden wir zuerst mit jemand anderem. Was sagst du denn, Anführer des Feldteams? Obwohl, nein, wenn wir schon mit jemand anderem reden, dann reden wir mit interessanten Personen. Es gibt hier Forscher. Ich will mit den Forschern reden. Da hinten gab es ein Kätzlein hinter einem Haufen Bücher. Da. Oh, hat keine Quest für mich. Schade. Okay, ökologische Forschung. Ja. Chefökologe, wenn wir ein Monster fangen, trainieren wir die Spähkäfer darauf und lassen es frei, damit wir es verfolgen und studieren können. Es ist also enorm wichtig, dass du ein Monster fängst, wann immer du die Möglichkeit dazu hast. Ich verspreche dir, dass du fürstlich für deine Anstrengungen entlohnt wirst. Und was gibt es? Das Monsterlexikon wurde aktualisiert. Anyanas, Großjagras und Kuluyaku. Sehr schön. Die ökologische Forschungsgruppe. Die ökologische Forschungsgruppe ist eine Einrichtung, die Monster forscht. Ihre Forschungen können dir bei den Jagden und Untersuchungen helfen. Wenn du Monsterspuren und ähnliches sammelst, erhältst du Forschungspunkte. Wenn du genug gesammelt hast, steigt deine Forschungsstufe und du erhältst Zugang zu neuen Funktionen und Informationen, die deine Jagd dann erleichtern. Außerdem kannst du im Monsterlexikon Informationen über Monster nachschlagen, etwa über deren Lebensraum und Schwächen sowie über erhaltbare Materialien. Nein, ich will das Tutorial nicht verlassen. Die Forschungsstufe steigt nicht automatisch. Wenn dir im Ergebnisbildschirm Erstatter der ökologischen Forschungsgruppe Bericht angezeigt wird, dann folge dieser Aufforderung. Im Forschungsstufenmenü findest du auch deine Spähkäferstufe, die die Fertigkeiten deiner Spähkäfer bestimmt. Je höher deine Spähkäferstufe, desto schneller finden sie die nächste Monsterfährte. Okay, jetzt möchten wir das Tutorial verlassen. Da gucken wir mal das Monsterlexikon an. Großjagras. Der Großjagras ist der Rudelanführer der Jagras. Ist er hungrig, greift er auch Monster an, die stärker sind als er. Hat er Beute im Bauch, schwillt dieser unglaublich an. Nützliche Information: Selbst nach einem ausgegebenen Mal kann ein Großjagras noch kämpfen und nutzt dazu auch seinen Bauch. Greif ihn dort an, damit er sich übergibt und so geschwächt wird. Ah, okay, das war das, als er dünner geworden ist. Ja, mein größtes und kleinstes jeweils. 1109,66 Zentimeter. Dann haben wir hier den Kuluyaku. Ein seltsamer Vogelwüfern, der Extremitäten entwickelt hat, die Waffen tragen können. Er wurde beim Klauen von Eiern im uralten Wald und der Wildturmödnis beobachtet. Erjagt 1, gefangen 0, habe ich hier auch. Der Kuluyaku nutzt kleine Felsen als Schilde und schleudert sie auf Feinde. Nervig. Nutze deine Schleuder, damit er fallen lässt, was immer er trägt. Ängstige ihn, indem du seine natürlichen Feinde anlockst. Okay. Der Puke Puke. Davon haben wir noch niemanden erjagt. Der Körper dieses Vogelwüferns ist voller giftiger Stoffe. Zeugen zufolge verstaut er Streunisse in seinem Maul oder Schwanz, beschichtet sie mit Gift und spuckt sie dann auf Feinde. Gut, dann sollten wir da, bevor wir gegen den kämpfen, Gegengift sammeln. Der Puke Puke ist bekannt dafür, dass er schwächere Monster unterdrückt und vor stärkeren Monstern kauert. Er zieht sich beim ersten Gefahrenzeichen zurück. Nutze das. Okay. Und der Anyanas. Durchstreift den uralten Wald auf der Suche nach seinem Lieblingsmal, Abtonos. Dieses streitsüchtige Monster stürzt sich ohne zu zögern auf jeden. Der Anyanas ist für seine extrem heißen Druckwellen bekannt, erzeugt von einem speziellen Organ in seinem Hals. Greife ihn deshalb zuerst an, um deine Chancen zu verbessern. Und natürlich unser Godzilla Cthulhu in Sora Magdaros wird erforscht. Gut, Moment kurz. Sprich. Ich bin an deiner Meinung interessiert. Glaubst du, die Drachenelfen sind eher wie Menschen? Kommunikationsfehler. Manchmal frage ich mich. Das Spiel wird im Offline-Modus fortgesetzt. Ja, okay, das ist in Ordnung. Manchmal frage ich mich, ob sie nicht eher wie Pflanzen sind, wie riesige Bäume zum Beispiel.
Tut mir leid, wolltest du mir wirklich deine Berechnung dazu sagen? Ha, ich habe viel zu tun und keine Zeit für deine Art von Humor, Jäger. Moment, war das jetzt eben was, was wir gesagt haben, das mit den Bäumen? Und, was gibt es? Gut, ich wollte hier nämlich gerade noch gucken. Hier schien es mehrere Reiter zu geben. Aha, kleine Monster. Den Abtonos zum Beispiel. Entschuldigung. Den Abtonos, davon haben wir 4 getötet. Ein sanftmütiger Pflanzenfresser, der im Rudelgras sein Fleisch gilt als Delikatesse und ist nährstoffreich. Wird ein Mitglied der Herde angegriffen, flieht der Rest. Tut mir auch ein bisschen leid, dass ich von denen 4 töten musste, aber ich musste trainieren. Jagras. Das Rudel eines Großjagers besteht aus Exemplaren dieses kleinen Monsters. Sieht er einen, der seinen sterben, flieht er. Fürchtet sich nicht vor größeren Gegnern. Jagras Lederhaut, Jagras Schuppe und scharfe Klauen bekommen wir da. Niederrangige Materialien. Mernos. Kenne ich die? Dieser Flugdrache ernährt sich von Streunüssen. Im Schwarm legt er große Entfernung zurück, was ihn zum wertvollen Transportmittel schlauer Jäger macht. Ach, die sind das. Flugdrachen, Lederhaut und rohes Fleisch. Ja, getötet keinen. Von den Jagers haben wir schon 19. Ein paar davon nebenbei. Ja, die Abtonos habe ich in der letzten Folge, glaube ich, mit Kestodons verwechselt. Der weibliche Kestodon alarmiert die Herde bei Gefahr, der männliche attackiert ohne Zurückhaltung. Rennende Exemplare können jedoch geblockt und dann angegriffen werden. Ich habe nur Blocktaste? Getötet 8. Kestodon-Panzer und Kestodon-Skype. Und was haben wir noch? Hier ist noch irgendwas, aber das sehen wir jetzt nicht. Ja, das habe ich jetzt so weggeklickt, weil ich mir noch die Forschungsstufe angucken möchte, bevor ich die Quest, nicht die Quest, die Folge beende. Forschungsstufen. Okay, Kuluyaku, keine Führung. Was ist Führung? Spähkäferstufe, Führung zur nächsten Spur, Führung zum Monster, Aufenthaltsort, Ziel und Status werden auf der Karte angezeigt. Ach, wenn man genug jagt, dann können die direkt da angezeigt werden. Das ist cool. Für große Monster offenbar nur. Weil kleine werden hier generell nicht angezeigt gerade. Oder übersehe ich was? Aber die Stufe wurde doch für die kleineren erhöht. Also muss es die kleineren theoretisch auch geben. Monsterlexikon Stufe 2, Spielkäferbonus 1, Materialinfo hinzugefügt, Spielkäferbonus erhöht. Also bei der nächsten Stufe. Ja. Also ist das jetzt hier schon freigeschaltet? Hier steht ja Stufe 1. Achso, nee, hier. Spähkäferstufe ist hier nochmal. Also der Spähkäferbonus scheint bei Stufe 2 vom Großjagras dann erhöht zu werden. Okay. Gut, dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.